Herzlich willkommen bei Brendan-Mundorfs Asthma-Physik AstroTV. Im heutigen Video werden wir uns mit dem hellsten Stern des Sternbild-Atlas auseinandersetzen. Bevor wir uns ins Thema hineinführen, werden wir einen Rückblick auf den 6.2.2018 werfen. Ihr werdet gleich auch wissen, warum, wo wir über den Stern Vega gesprochen haben. Ich mache das daher so, weil Altair ein Vega-ähnlicher Stern ist. Aber wir werden gleich feststellen, dass diese beiden Sterne viele Gemeinsamkeiten haben. Natürlich nicht nur, weil es Sterne des Sommerdreiecks sind, aber physikalisch wird man nachher ganz viele Gemeinsamkeiten wissen. So, jetzt fangen wir eigentlich mit Altair mal an. Haben wir gesagt, hellster Stern des Sternbild Atlas. Freut uns, jeder Sternbild hat einen hellsten Stern. Und jetzt werden wir uns ein paar Eigenschaften anschauen. Masse, Radius, Leuchtkraft. Natürlich ist Altair größer und massenreicher als die Sonne. Daraus lässt sich auch schließen, dass die Leuchtkraft wesentlich größer sein muss. Die beträgt das 11-fache der Sonnenleuchtkraft. Und die Masse ist 1,7 mal so groß wie die von der Sonne. Und auch der Radius 1,7 mal so groß wie die von der Sonne. Okay. Aber natürlich wissen wir noch lange nicht genug. Dieser Stern weist Besonderheiten auf. Warum wir vorhin diesen Rückblick auf den Stern Vega geworfen haben? Das geht nämlich darum, dass dieser Stern eine sehr hohe Rotation hat. Also eine sehr hohe Rotationsgeschwindigkeit. Bei Vega hat man das gehabt, stark abgeplattet und so weiter. Und dasselbe auch bei dem Stern Altair. Also Altair rotiert relativ schnell seine eigene Achse. Das wurde entdeckt durch die Messung der Breite seiner Spektrallinien. Und natürlich hat diese schnelle Rotation hat natürlich zur Folge, dass die Rotationsdauer relativ klein ist. Die beträgt gerade mal bei 10 Stunden oder so. Nach anderen Quellen sogar nur 6 Stunden. Und diese hohe Rotationsgeschwindigkeit führt dazu, dass dieses Objekt zu einem Ellipsoiden abgeflacht wird. Hat man bei Vega auch. Das heißt, an den Polen ist der Stern stark abgeplattet. Das hat wiederum zur Folge, dass die Äquatorfläche weiter vom Massenzentrum entfernt ist als die Poloberfläche. Und diese Verformung wiederum bewirkt einen sehr interessanten Effekt, die effektive Gravitation. Wie definieren wir diesen Begriff? Ist sozusagen die Schwerkraft, die ein hypothetischer Beobachter an einem Ort auf der Sternoberfläche spüren würde. Und diese effektive Gravitation ist am Äquator hier geringer als an den Polen. Und diese effektive Gravitation wirkt sich aber auch auf den Strahlungsfluss und die Oberflächentemperatur des Sterns aus. Wenn natürlich die effektive Gravitation am Äquator geringer ist als an den Polen, lässt sich schon daraus schließen, dass der Äquatortemperatur deutlich geringer sein muss als an den Polen. Das heißt, die Polen sind heißer und der Äquator bei den Sternen ist wesentlich kühler. Bei Vega hat man folgende Werte. Die Polen waren 9900 Grad heiß und der Äquator 7600 Grad heiß. Und bei dem Stern Altair habe ich leider keine genauen Werte herausgefunden, aber es wird so etwas so ähnlich sein. Jo. Aber das ist jetzt auch der Grund, warum ich ganz am Anfang auf den 6.2. angesprochen habe, weil wir einen selben Stern sozusagen besprochen haben. Also beide sind Sterne mit sehr hoher Rotationsgeschwindigkeiten und bei beiden Sternen hat das genau dieselben Folgen. Dass der Äquatorfläche weiter vom Massenzentrum entfernt, also die Poloberfläche und so weiter. Und man kann ja auch sagen, je höher die effektive Gravitation ist, desto heißer ist die entsprechende Oberflächenregion. Natürlich, wenn natürlich die effektive Gravitation am Äquator geringer ist an den Polen, müssen natürlich die Polen heißer sein. Weil an den Polen ist die effektive Gravitation höher als am Äquator. Und hat man natürlich diese hohen Temperaturen. Beim Äquator ist es natürlich wesentlich kühler. Aber das reicht eigentlich jetzt dazu. Dann machen wir noch ein paar andere Sachen. Altair ist wie Vega ein Delta-Scuti-Stern. Delta-Scuti-Sterne sind pulsationsveränderliche. Das heißt, durch Pulsieren verändern sie ihre Helligkeiten. Und ein Delta-Scuti-Stern hat die Spektralklasse zwischen A2 und F8. Also das sind sozusagen Sterne Spektralklasse A oder F, haben zwischen 1,5 und 2,5 Sonnenmassen und
sozusagen auch die Leuchtkraftklasse 3 bis 5. Also es können Hauptreihensterne sein, es können Unterriesen sein, es können auch Riesensterne sein. Wann können wir den Stern Altair beobachten? Von Mitteleuropa aus ist es im Sommer gut zu beobachten, dass er am Sternbild Adler liegt. Und Adler ist grundsätzlich ein Sommersternbild. Also auf dem Sommersternhimmel zu sehen, von Mai bis September irgendwann. Hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Und dass wir uns am nächsten Mal wieder hören. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.